So, die Nacht bricht an. Wir wollen überlegen, was wir jetzt machen wollen. Theoretisch könnten wir ein paar Sachen von dir mitnehmen, auch wenn wir nicht besonders viel Platz im Inventar haben. Nur das mit dem Honig. Ich würde schon ganz gerne das Honig in unserer neuen Basis anbauen können. Den Honig. Aber wir haben nur einen einzigen Korb hier. Was haben wir mit den anderen Sachen angestellt? Irgendwo müssen doch die Honigwaben geblieben sein. Haben wir vielleicht irgendwo hier eingelagert? Nee, aber die ganzen Sachen werden alle langsam schlecht. Das da ist schon fast schlecht. Nicht gut. 1, 2, 3, 4 mal das kochen. Mal gucken, ob das jetzt auch mit reinspielt, wie kaputt das Essen ist, wenn man das verkocht. Das wäre natürlich auch noch interessant. Sonst könnte man ja quasi schummeln und warten, bis es halb vergammelt ist und dann schnell verkochen. Ein paar Stöcker können wir auch noch mitnehmen. Auch wenn wir davon eigentlich ziemlich viele haben. Aber im Notfall verforschen wir die einfach. Ist ja auch okay. Also, diesen einen. Oh, das ging ja schnell. Die eine Honigwabe nehmen wir auf jeden Fall mit. Das heißt, wir haben dann auf jeden Fall schon mal einen Honigkorb in der neuen Basis und können so immer wieder Honig produzieren, den wir halt brauchen, um uns schnell hochzuheilen. Wirklich einfallen, wo die anderen Honigwaben geblieben sind? Keine Ahnung. Also es waren hier auf jeden Fall zwei gewesen. Eine haben wir hier oben neu aufgebaut und die andere, die haben wir jetzt hoffentlich nicht verforscht oder verkocht oder sonst irgendwas. Das wäre gar nicht gut gewesen. Na gut, den einen Stock schmeißen wir mal ins Feuer. Die Japer West könnten wir auch noch mitnehmen. Die Fackel lassen wir mal hier. Wir haben ja im Notfall den Helm. Könnten noch ein paar Schweine um. Oh, hier sind viele Schweine. Und ganz viel Gras. Das könnten wir auch alles einmal mitnehmen. Warum ist ja alles schön dicht beieinander? Damals musste es noch nicht gedüngt werden. Das war schon ziemlich praktisch. So. Reicht erstmal. Und jetzt mit dem Hammer auf das Ding losgehen. Mal gucken, wie die Bienen da reagieren. Na, ich höre die jetzt schon wieder. Du kommst mal mit. Zack. Zack. Alternativ könnten wir auch ganz lange hier bei der alten Basis bleiben. In der Hoffnung, dass irgendwann doch mal die Waben hier rauskommen und nicht nur Honig. Aber das wage ich halt zu bezweifeln. Weil das halt, wie schon erwähnt, überpowered wäre. Oh, das Ding ist ja kaputt gegangen. Nicht gut. Na gut, dann halt auf die rabiate Methode. Hammer. Zack, 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 zack. So, und die greifen uns gar nicht mal an. Sehr schön. Honigwabe und Bretter. Beziehungsweise Brett. Ja, ich hätte das Inventar vorher doch noch ein wenig mehr ausmüllen sollen. So, Fleischstatue bleibt hier. Die Tentakelhaut. Die wäre noch interessant. Na, ich Hammer. Ich hasse das. Na gut, das Essen ist eh nicht so wichtig. Popcorn. Können wir gleich essen. So. So. Das Essen lassen wir einfach hier in den Töpfen als kleinen Vorrat. Den Edelstein könnten wir noch mitnehmen. Wir könnten die ganzen Schweinehütten abreißen. Das kratzt die Schweine ja nicht mal. Ja, ich glaube, das mache ich. So. Pigskin. Ah. So. Pigskin, ganz schnell aufsammeln. Eins, zwei. Also. Dich auch noch. Pigskin. Nein, das isst du jetzt nicht auf, du Schwein. So, haben wir es wenigstens abgehalten, das Teil zu essen? Ja, anscheinend schon. Jetzt müssen wir nur die alle umbringen. Oh. Vielleicht fallen dabei ja noch ein, zwei Pigskins ab. Das wäre ja auch nicht schlecht. Und wir sollten vielleicht die Rüstung anziehen. Oh, Helm ist kaputt. Honig essen.
Honig essen. Stirb. Nein. Und jetzt frisst er alles auf. Und, nee, ne? Ach, scheiße. Ich dachte, wir kommen jetzt bei dem anderen Fleischteil raus. Bei der neuen bei der alten Basis. Karte? So war das nicht geplant. Ja. Haben wir noch Wilson-Haare? Wo? Wir haben 3 Wilson-Haare. Was brauchen wir für das Fleischteil? Das müssen wir als allererstes wieder bauen, bevor wir irgendwas anderes machen. Wir brauchen noch ein Wilson-Haar. Das dauert eine Weile. Wir brauchen 4 gutes Fleisch. Wir haben kein gutes Fleisch. Also wir müssen vorher Bisons jagen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall eine neue Rüstung. Das Teil können wir schon mitnehmen. Nee. Haben wir eben einen Vorratsspeer? Nö. Wir haben ein Amulett, das können wir nur von nochmal anziehen. Speer. Zu allerersten Speer. Stöcker und Seil. Gras haben wir nicht mehr. Ah, doch hier. Die Stöcker sind auch noch da. Sehr gut. Von Schweinen getötet. Und alles nur, weil ich nicht wollte, dass ein so doofes Schwein ein Pigskin ist. Und jetzt liegen die wahrscheinlich da alle auf dem Boden rum und werden von dem einen überlebenden Schwein aufgefuttert werden. Das ist doch. Was fehlt noch? Ein Seil. Seil. So. Jetzt aber. Speer. Sehr gut. Nächster Tagesordnungspunkt. Wir brauchen neue Seile. Holz haben wir ja schon. Da können wir gleich eine neue Rüstung bauen. Und dann bräuchten wir einen Pigskin für einen Helm. Das ist jetzt ja schon fast eine Beleidigung. Wegen einem Pigskin umgebracht zu werden und dann gleich wieder einen zu brauchen. Also ja, dieser Engpass mit den Pigskins ist echt fies. Aber wird wohl seinen Sinn haben. Sonst wäre es halt alles zu einfach. Vor allem die Rüstung auf dem Helmslot ist ja schon ziemlich überpowered. Und eigentlich müsste ich dich umbringen, um mit seinem Pigskin ranzukommen. Erstmal die Rüstung. Dafür müssen wir, glaube ich, zur Maschine hin. So, Lockshut brauchen noch ein Seil. So, Rüstung an. Schwein, wo bist du? Komm. Muss ich wieder was zu essen auf den Boden schmeißen? Ich hab nicht so viel zu essen. Na gut, dann halt die Samen da oben. Ich will jetzt einen Baseballhelm haben. Und dann will ich morgen loslaufen und die ganzen Sachen wieder einsammeln. Hier, na komm. Ach, du isst gar nicht so gerne Samen. Hm? Da haben wir was Richtiges zu essen. So. Das wirst du nie zu essen bekommen. Aber du kannst ja versuchen, es zu bekommen. Hier. Genau. Stirb, stirb, stirb. Und kein Pixel. Ah, ich hasse das. Na gut. Beruhigen. Hilft alles nichts. Wir haben schon mal ein gutes Fleisch für die Fleischstatue, das ist auch wichtig. Davon bräuchten wir noch mehr. Dünger kann auch nicht schaden, damit wir für die Nacht was zum Verfeuern haben. Wird ja schon gleich wieder Nacht. Das ist echt nicht toll. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt so 2-3 Nächte warten, bis Wilson einmal der Bart wächst. Dann die Fleischstatue bauen und dann erst loslaufen. Das will ich aber nicht. Aber nee, wir haben jetzt nur noch eine Fleischstatue. Wir dürfen jetzt echt nichts mehr riskieren. Also ja, wir haben immer noch die Amulette, die ja echt praktisch sind. Auch wenn wir immer noch nicht wissen, wo genau wir rauskommen. Eine Theorie war ja bei den Grüften, wo wir sie hier haben. Aber die müssen wir noch im richtigen Moment anziehen. Das ist der große Haken. So. Hier wird noch kurz eingesammelt. Dann können wir uns auch gleich noch auf die Nacht vorbereiten. Wir brauchen noch ganz viel Werkzeug, fällt mir auf. Das können wir noch verfeuern. 1, 2, 3, 4. So. Also ganz viel Werkzeug brauchen wir. Gold haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Das heißt, müssen wir das billige Zeug basteln.
Da war Bio. Steine, Kohle. Nö, kein Gold. Aber eine Goldschaufel haben wir hier. Die können wir schon mal mitnehmen. Und wir hätten sogar ein Speer hier gehabt. Na gut. Pickaxe haben wir auch. Eine Axt fehlt jetzt noch. Obwohl wir Holz gar nicht wirklich mehr abbauen. Und hier ist ein Honeycomb. Ah, stimmt. Wir sind ja gar nicht losgelaufen, primär um den Honeycomb zu holen, sondern um die Bienen einzusammeln. Ja, okay. Also die Bienen, die nach unserem Tod alle freigelassen wurden, warum auch immer. Die sind ja weggeflogen von unserer Leiche. Aber die können wir wieder einsammeln, das ist kein Problem. Gut, gut. Also, wenn wir es denn später schaffen, wieder zurück zu unserer Leiche zu kommen, dann haben wir auch die ganzen... Haben wir einen Honeycomb, dann haben wir noch die Pigskins, die nicht aufgegessen wurden, um hier neue Schweinehütten zu bauen und uns Helme. Und wir haben dann auch genug Ressourcen, wenn wir die Bienen neu eingefangen haben, um zwei Bienenstöcke hier aufzubauen. Was dann reichen dürfte, um genug Honig zu haben und uns immer wieder hochzuheilen. Sehr schön. Also nicht schön, dass wir gestorben sind, aber schön, dass wir jetzt wissen, wo beide Bienenwaben abgeblieben sind. Beziehungsweise es mir erst wieder eingefallen ist. So, du wirst verkauft. Was noch? Also Baseballhelm wäre schick, aber wäre utopisch jetzt zu hoffen, dass wir demnächst ein Pigskin hier bekommen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Netz, um die Bienen neu einzufangen. Da haben wir das letzte Jahr verbraten. So, dafür brauchen wir Seide und was brauchen wir noch? Du warst unter dem hier ein Seil. Das ist doch schnell gemacht. Zack. So. Wir hätten gerne ein Käfernetz. So. Mir fällt gerade wieder was ein. Ich hatte ja schon mal damit... Nee, das mache ich nicht. Theoretisch könnte ich jetzt einfach sterben und dann tauche ich da auf. Und könnte meine ganze Ausrüstung einsammeln und dann wieder zurücklaufen. Der Haken ist nur, für den Weg zurück hätten wir dann keine Möglichkeit... Na doch, wir hätten ein Amulett. Das ist jetzt eine fiese Entscheidung. Entweder kann ich jetzt 3-4 Tage, also 2 ganze Folgen, damit verbringen, uns wieder einigermaßen vorzubereiten und dann wieder eine Folge oder so benutzen, um zurückzulaufen. Also jetzt passiert quasi dann 3 Folgen gar nichts. Oder ich gehe ein zu großes Risiko ein und könnte damit die ganze Welt riskieren. Schlafen wir eine Nacht drüber. Haben wir noch irgendwas zum Einsammeln hier? Nö. Wir können aber die Farm neu bestücken. Also eigentlich dürfte ja nichts schief gehen. Wir sterben, wir tauchen drüben auf, sammeln unsere Ausrüstung ein, sammeln den Rubin ein, der auf dem Boden liegt, machen mit dem Rubin zusammen ein neues Amulett und das Amulett tragen wir dann so lange, bis wir hier in der Basis wieder angekommen sind. Dadurch sparen wir uns das 2 Tage lang hier Ausrüstung zusammensammeln, 1 Tag lang mindestens, wenn nicht eher sogar 2, zurücklaufen, da alles wieder einsammeln, wieder zurücklaufen und so weiter und so weiter. Also ich glaube, ich gehe das Risiko ein. Ich weiß jetzt schon, dass ein paar Leute von euch da panisch jetzt vorm Bildschirm stehen werden. Aber es ist mir lieber jetzt doch mehr Risiko einzugehen, als wenn wir jetzt 3-4 Folgen an nichts Ordentliches machen würden. Also, wie gehen wir es jetzt am besten an? Wir verstauen die ganzen Sachen erstmal wieder. Die können wir ja nicht mitnehmen. Und die sollten auch hier... Wir hatten auch schon ein Netz. Ja, man merkt leicht, dass ich noch krank bin und nicht wirklich gut konzentriert. Obwohl die Krankheit ja keine wirklich gute Ausrede ist. Ich bin ja auch so schon teilweise recht unkonzentriert. Also alles einsortieren. Da rein... Da rein, alles irgendwo rein. Das Essen sollte in die Gefriertruhe. Da. Und es wird in der Gefriertruhe trotzdem schlecht? Oder waren die Sachen nur vorher schon leicht angeschlagen? Hm. Und anscheinend, wenn man irgendwelche Stacks zusammenfügt, wird immer das Niedrigste genommen von dem Stack. Also man kann jetzt nicht ein Stack haben mit ganz vergammelten und man setzt einen neuen Samen dazu und dann ist er plötzlich wieder frisch. Nee, nee, da wird der neue Samen auf das niedrige Level runtergestuft. Was ja auch Sinn macht. Hm.
Also ja, es macht nicht wirklich Sinn, aber es ist schon besser, als es andersrum zu haben. Sonst wäre es halt cheaten. So, das Holz kann einfach irgendwo vom Boden. Die Steine können mal da rein. Und dann gehen wir jetzt sterben. Wir haben auch definitiv da eine Fleischstatue. Ja, haben wir. Gut, ich gucke mir noch mal kurz vorher das Rezept an für das Amulett. Panflöte, Amulett. Oh, wir brauchen 10 Gold. Das könnte jetzt schon fast wieder ein Totschlagargument für meinen Trip hierher sein. Also wenn wir jetzt sterben würden und da auftauchen, hätten wir nicht die Möglichkeit, ein Amulett herzustellen. Vielleicht haben wir noch eins da, aber da bin ich mir halt nicht sicher. Ja, nee, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich mache erstmal einen kleinen Cut, überlege mir das Ganze in Ruhe und dann sehen wir gleich weiter, wie ich mich entschieden habe. Na, nö. Theoretisch können wir einfach loslaufen und es so versuchen. Dafür bräuchten wir wieder einen Helm und den Helm herzustellen dauert zu lange und nee, komm. Ich mache jetzt einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Also bis dann. Ne?